Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 16. April 2021 mit einer spontanen Legung für dich und zwar mit den Lenormand-Karten Gilded Reverie von Chiromarketti. Was denkt und fühlt dein Seelenpartner heute und was ist sein möglich nächster Schritt? Und ich habe schon die erste Karte springen lassen heute aus dem Deck und dann kam natürlich auch der Labyrinth. Also es deutet hier nach Sinnsuche, nach Suche, nach sich selbst, nach den Auswegen, nach Lösungen, nach Möglichkeiten aus dieser Sackgasse rauszukommen. Das sind seine Gedankenebenen. Und wenn du mich natürlich auf Insta oder auf Facebook folgst, dann erfährst du das auch. Oder wenn du in meiner WhatsApp-Liste bist, also dann erfährst du das auch in meinem Status. So, melde dich dazu an. Also findest du alles unter dem Video hier in der Infobox in der Beschreibung. So, natürlich auch meine Kontaktdaten, sei es mit E-Mail, sei es mit WhatsApp, also wie es für dich gerade passt. So, und jetzt stimme dich voll und ganz auf die Energie der Kristallschale hinein, schließe deine Augen, konzentriere dich und besinne dich auf dein Thema. Konzentriere dich, was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Was denkt er denn weiterhin, wenn er an dich denkt? Was sind so seine Gedanken? Wow, schau mal hier. Was sind so seine Gedanken? Was sind so seine Gefühle? Was sind so seine Gefühle? Also für dich und. Wie geht es heute weiter? Was ist sein möglich nächster Schritt? Was ist sein möglich nächster Schritt? So, also es geht wirklich darum, dass hier bestimmte Themen, also Familienthemen, auch vielleicht übernommene Themen, auch in der Heilung gehen sollen heute noch. Also der Baum der Heilung. Und das symbolisiert auch, dass es also alles in der Verankerung kommen soll, also auf tiefe Wurzel bekommen soll, auf allen Ebenen. Also hier siehst du auch den Regenbogen, das symbolisiert für mich in erster Linie natürlich auch die Chakren, aber auch die Engelebenen. Und wir wissen auch, dass die Engel auf verschiedenen Strahlen auch arbeiten oder schwingen oder aktiv sind. Hier siehst du ja auch die Regenbogenstrahlen. Und natürlich kannst du auch die Engel um Unterstützung bitten, also bezüglich der Entwicklung in deine Seelenpartnerschaft. Eine der wichtigsten Engel ist dabei Erzengel Raphael, der ist der Schutzpatron der Seelenpaare. Und da gehört also wirklich noch sehr viel Heilung, da kommt auch sehr viel Heilung bei ihm in der Situation hinein. Also er ist auf der Sinnsuche, er weiß nicht richtig genau, wie er das Ganze einordnen soll. Also der Labyrinth ist noch da, das symbolisiert Unsicherheiten, Selbstsuche, Sinnsuche, Lösungssuche, Sackgassen, wie er daraus findet, also bezüglich dich, ja, also das sind so seine Gedankenebenen. Er ist also direkt hier, du bist in seinen Gedanken mit ihm zusammen, natürlich auch mit den schnellen Entwicklung und natürlich auch hier schnelle Entwicklung und also auf jeden Fall Leidenschaft hier, was jetzt hier stattfindet. Also, wie geht es weiter? Also, ich sehe hier definitiv, wie es weitergeht. Also, auf der Herzebene ist das hier auf jeden Fall,
dass er hin und her gerissen ist. Seit längerem spürt er diese Anziehungskraft zu dir. Ja, seit längerem. Und wenn es darauf ankommt, dann weiß er gar nicht, was er machen soll. Also versucht er immer wieder diese Gefühle mal, also wirklich auch zu unterdrücken, wie du siehst. Also hier die Würfel symbolisiert immer, ja, 50-50 so ungefähr, ja. Im Herzen fühlt er schon jede Menge für dich durch diese Anziehungskraft, aber ein Stück weit auch ist auch so ein bisschen unsicher. Also er sucht sich nach sich selber, die Suche nach sich selber. Er sucht nach Lösungen heute und schaut einfach, wie kann er das Ganze hier lösen. Also er sieht hier auf jeden Fall nochmal, wie du siehst, also auf jeden Fall verbietet er sich das, wie soll das denn auch gehen. Also auf jeden Fall hatte das Gefühl, das könnte schwierig sein. Also hier die Routen symbolisieren immer irgendwie einen inneren Konflikt auch. Und das siehst du auch in Gedankenebenen, der ist dieses Hin- und Hergerissensein, also mal positiv, mal negativ, also es wandelt sich alles. Aber er ist auf der Suche nach den Lösungen. Das sind aber mal tolle Neuigkeiten und ganz viel Heilung. Wir fragen natürlich nochmal die Karten aus dem Orakel der indischen Götter. Was raten Ihnen die indischen Götter heute an dem heutigen Tag? So, es geht um Neubeginn von Ganesha. Ich öffne die Tür für das Neue, wie du siehst. Also der Neubeginn ist schon da, heute, ja, für deinen Seelenpartner. Und jetzt fragen wir auch natürlich Elfen öffnen Herzen, was die Elfen ihm raten. In jede Blüte träumt Gott einen wunderschönen Traum. Lass auch du deine Träume blühen. Also es geht darum, dass er an seinen Träumen glaubt, also was er natürlich von dir auch erträumt, dass er daran glaubt. Und jetzt natürlich noch eine Karte aus dem Kartendeck auf Wolke 7 von Rika. Natürlich kannst du das auch käuflich in meinem Shop erwerben. So, konzentriere dich. So. Welcher Engel begleitet ihn? Ja, der Engel der Heiterkeit, Freude, Lachen, Leichtigkeit und Verspieltheit bringen die Heiterkeit in dein Leben. Sei immer fröhlich und heiter und erkenne, wie gut das Leben es mit dir meint. Der Engel der Heiterkeit umhüllt dich. Ja, das war seine Botschaft heute. Heute im Laufe des Tages wird etwas folgen von mir. Also melde dich hier auf den Kanal an, abonniere diesen Kanal, klicke auf den Button abonnieren und vergiss die Glocke nicht. Dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es etwas Neues gibt. Und natürlich freue ich mich auch über ein Like, über deinen Kommentar sowieso. Und ich freue mich auch natürlich, wenn du meine neue Vimeo-Reihe anschaust. Also da lege ich die Karten natürlich mit ganz vielen Aspekte oder Tools aus dem systemischen Arbeiten, systemische Aufstellungsarbeit mit dem Systembrett und gehe auf Patchwork-Situationen hinein, also auf die Seelenpaare, die sich gefunden haben, die sich getroffen haben, aber dennoch noch Schwierigkeiten durch zwei Familien zu vereinen noch bestehen. Und da kannst du wertvolle Ansätze für dich auch gewinnen und wertvolle Tipps. Und für einen kleinen Ausgleich findest du das gestern, also den gestrigen Video hier auf meinem Kanal und unter der Videobeschreibung ist ja der Link zum Vimeo und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Freitag, sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sei auch dabei, wenn ich mein sinnliches Orakel heute Abend hochlade. Ich sage Namaste, bis bald, deine Valeria.